Jo, weiter geht's. Jetzt muss ich nur noch mal kurz gucken, wo ich denn war. Ja. Okay. Dann gehen wir erstmal nach da oben, würde ich sagen. Sehen denn? Was denn? Jetzt noch keinen Schritt zu weit machen. Ach nee, das ist eingekesselt, okay. Autsch! Können Sie auch mal kurz heilen. Oh. Ich glaube, ich muss dann bald mal rasten. Die sind alle so ein bisschen. Und Dorothy ist auch noch überlastet. Ich glaube, ich muss irgendwann mal ein bisschen was wegschmeißen. Uah. Weiß gar nicht, ob die Unverwundbarkeitssphäre noch aktiv ist. Doch, bom, 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 bom. Okay. Load State. Ich muss echt mal rasten. Die Schriftrolle benutzen. Die hauen zu sehr drauf. Die hauen so sehr drauf. Und ich muss echt mal rasten. Und die Dorothy muss irgendwie. Ich schmeiß jetzt erstmal was weg hier. Ausrüstung wegwerfen, Waffe. Na, die Silberklinge nicht. Ist auch zu schade. Sag mal, so schwer ist doch der Gemstab gar nicht. Die muss dann hier in die Unverwundbarkeitssphäre wieder.
Es gab doch hier einen Gegenstand. Nicht übergeben. Gegen. Was habe ich jetzt eingesetzt? Ma! Den Opalki. Das Goldauge. Hatte ich nicht ein... Was macht der Opalki überhaupt? Was hat er jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Habe ich ihn jetzt eigentlich noch? Ja, aber ich weiß nicht wozu. Ich lasse es mal lieber sein. Und ich sehe gerade, Irhild ist dann gleich überlastet. Ja, ist doch nicht lustig. Ach je. Was? Weg. Ausrüstung. Die irgendwas wegzuwerfen. Da kommt die Wollmütze, braucht keiner. Ich glaube, die Turnschuhe braucht keiner mehr. Immer noch überlastet. So. Und dann soll die Party mal ein bisschen rasten. 6 Stunden. Lang genug, damit sie hier dann 72 hat sich da jetzt ganz hey. Charakter, Daten, Magie. Das war doch hier. Eigentlich hat sie 116 und hat nur 72 regeneriert. Also 6 ist irgendwie zu kurz. Obwohl für die U-Sphäre reicht es schon. Ach ne, ich war ja da, da muss ich nach Süden. So. Thank you.
Aber renegiert es. Okay. Jetzt nehme ich als Gegenstand mal den Steinstab. Pariert, okay. Wahnsinnig machen. Ja, muss ich, wenn sie geschwächt sind, dann ist der Medusa-Stab eine gute Alternative. So, das speichern wir erstmal. Der Herzschlag wird immer lauter. Aber du kannst nochmal Licht machen. So, und jetzt muss ich... Warte mal, hier erstmal ganz nach oben. Und da dann in der Ecke. Hilft ja nix. Ich muss da durch. Was ist, wenn ich jetzt eigentlich die Zeit kurz anhalte? Dann schlagen die erstmal eine ganze Zeit lang nicht zu. Können ja da nicht zuschlagen, das ist natürlich praktisch. Zeit anhalten. Okay, das war irgendwie eine versteckte Falle. Und hier finden wir nochmal was. Windwood hat eine Rüstung gefunden. Okay, Ausrüstung. Prüfe. Rüstung. Die heilige Rüstung. Ah. Benutzbar für niemanden. Auch sehr schön, ja. Ausrüstung übergeben, Rüstung, Rüstung an. So, dann haben wir hier die heilige Rüstung. Löschen. Aber Zeit anhalten ist ja ein toller Trick. Der hilft ja bei so vielen Sachen. Teleporter. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt gehen wir wieder durch. Und jetzt hier. So, jetzt haben wir noch gerade durch. Die sind echt böse. Noch fällt die Psere. Jetzt schlagen wir mal zu. Und du zauberst. Ah, sie kann nicht elementar. Aber sie kann wegblasen. Wahnsinn.
Einfach mal kurz die Zeit anhalten. Gegenstand hat sie keinen. Für Zaubern zuschlagen. Schießen kann sie nicht. Werfen kann sie. Nicht in Reichweite, okay. Zaubern. Warlock. Geistfeuer. Ah, ist ja fast so weit weg. Hat er noch einen Gegenstand? Ja. Kriegspfeife. Nicht in Reichweite. Okay. Zaubern. Banshee. Wahnsinn. Ich hab's ja doch ein bisschen weit weg. Und komm, das Handtuch. Das haben wir denn gefunden? Konsumieren, Trank, Stärke 4. Ja, gib mir Stärke. So! Jetzt muss ich hier so durch. Oh. Ja, hilft ja nix. Aua. Ah, die Psere ist noch aktiv. Das ist gut. Dann nehme ich jetzt mal meinen Steinstab. Pariert. Das hilft nix. Zaubern. Erzmagier. Vergiften. Das hilft mir noch nicht viel, dann machen wir hier mal einen Wahnsinn. Zeit anhalten. Man kann sie gut zuschlagen. Und er auch. Und nochmal drauf. Und nochmal drauf. Ah, nochmal drauf. Also Zeit anhalten ist schon eine geile Sache. Die hat auch noch 19. Also sobald jetzt die Psere dann weg ist, werde ich dann nochmal rasten müssen. Geht's hier durch? Ich dachte, da geht's durch. Ach, schon wieder welche.
Gerade hat er gesagt, die Psyche ist weg. Die sind echt heftig. Ich mach das anders. Jo. So. Kammer von Asgard. So, dann haben wir die erste. Das ist ein Bitte dich von den Drax. Ja, das habe ich gemerkt. Und jetzt gehe ich hier rein. Aber ich habe hier irgendwie nicht mehr viel. Ich brauche unbedingt meine Unverwundbarkeitssphäre, sonst sehe ich schlecht aus. Also heißt es Party. Rasten. Von 20. Wir haben gesehen, 6 Stunden sind zu wenig. Dann doch vielleicht eher 10 Stunden. Ha. Wie viel hat sie insgesamt? Charakterdaten. Charakterwert 136. Also 10 Stunden reicht auch nicht um alles. Aber es ist schon mal nicht schlecht. Konsumieren, gemeinsam essen und gemeinsam trinken. Und du willst noch mal was trinken. Und du willst auch noch mal was trinken. Und du auch. Du auch. Okay. Tja, und jetzt gehen wir einfach mal da rein. Ach so, die Dorothy. Zaubern. Einmal Licht, bitte. Und die Aurin zaubern. Einmal Usere, bitte. Und dann geht's. Ja, wo geht's denn überhaupt hin? Ausrüstung, Gegenstand, Kampfstab. Uns hat es jetzt teleportiert. Ja, wo ist es denn? Das hier ist das. Ja, dann haben wir uns hier mal gerade das erste. Winwood hat eine Waffe gefunden. Ausrüstung. Prüfe. Waffe. Ein Hulkhammer. Grundschlagwaffe 2, das heißt gegen alle. Aha. Und das Eisschwert. Also der Heilkammer ist schon geil. Der ist auch gar nicht so schwer.
Wenn ich jetzt das Eichschwert an den Magellan abgebe. Übergeben, Waffe, Magellan. Ah. Komm, schmeiß mal ein bisschen was weg. Hallo. Ausrüstung wegwerfen, Waffe. Den Langbogen schmeiß weg. Der hat schon Eisschwert. Silberlanze. Taucht hier überhaupt was? Egal. Waffe. Anlegen, Waffe. Heilkammer. Kraftrüstung übergeben. Waffe. Ja, Eichschwert. Nicht mehr überlastet. Ja, man muss das eigentlich auch fix machen. Sonst ist die U-Sphäre schon wieder weg, ne? Naja. Nur keine Hetzerei, würde ich mal sagen. Also, den haben wir hier, den Heilkammer. Sehr schön. Den will ich dann auch mal gleich ausprobieren. Tja, kämpfen. Ich hau immer mit dem Heilkammer zu. Einmal Wahnsinn. Wenn man Wahnsinn gemacht hat, dann ist es anfälliger. So, Osten aus der Tür raus. Muss erst muss man so blöde machen. Banshee, Wahnsinn. Im besten eine Tür. Hier müsste dann gerne eine Tür sein. Ach ja, warum auch nicht, ne? Ist doch wohl nicht wahr. Die bösen Drugs, da haben sie einmal echt ordentlich welche hingeknallt. Erstmal Wahnsinn. Einen hat's abgewehrt. Ja, dann nochmal Wahnsinn. Alle erwischt. Und hau drauf. Und hau drauf. Was aus? Jetzt ist er aber weg.
Immer findet Windward was. Ausrüstung. Prüfung. Rüstung. Noch eine Minenrobe. Das wäre doch was für Irrheld, oder? Die wiegt auch nix. Übergebe Rüstung, Irrheld, Minenrobe, Irrheld. Anlegen, Rüstung. Erste Minenrobe, zweite Feenmantel. Und gespeichert. Okay, das war hier. Männerrobe. Und tschüss. Und dann haben wir hier noch einen Zaubertrank Ausdauer 4. Nehmen wir auch mit. Also. Da wieder raus. Nach Osten. Ja? Nein, die Tür wollte ich eigentlich nicht rein. Und ganz nach unten. Ist ja klar. Na, jetzt ist er wahnsinnig. Dann kriegst du noch einen Wahnsinn extra. So, Süden und ja, wo bin ich nochmal? Und jetzt hier noch in Richtung nach Westen. Jetzt habe ich einen Zaubertrank gefunden. Ausrüstung. Quatsch. Konsumieren. Trank. Den wollte ich eigentlich nicht trinken, doofes Ding. Immer dieser Doppelklick. Okay, jetzt drücke ich mal lieber Pause. Ich bin... Den habe ich mir jetzt geholt. Tja, dann bin ich ja schon durch. Mit dem hier. Den wollte ich auch löschen. Die löschen. So, jetzt muss ich ja wieder zurück. Aber Pause ist immer ein bisschen gefährlich. Da raus. Nach Norden. Das hat gar keinen Sinn. Wir müssen nach Süden. So! Guck mal, von Binarion. Ach, einfach mal reingestürzt. Ich sehe dann schon, wo ich rauskomme. Ausrüstung, Gegenstand, Gemstab. Das ist das hier. Na, das hier. Und ich bin da rausgekommen. Ja, dann hole ich mir doch erstmal hier. Was gibt's da? Ein Zaubertrank, Stärke 5.
Lieber noch mal speichern. Ja. Ich sehe gerade, ich hätte vorher. Okay. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Das habe ich gerade eingesammelt. Na, ich bin ja noch nicht mal zurückgegangen da. Das ist doof. Ich hätte da noch mal speichern sollen, wenn ich den Teleportern war. Ich meine, es ist einfach so. So, Norden, Westen. Ah ja, ich war ja. Wo war ich? Dankeschön. Alle wahnsinnig, das ist gut. Was hat denn. Ach, der hat nur einen Einzelnen. Das ist natürlich. Mal zu sehen, dass die Rundumschlagwaffen kriegen. Ja, da hilft nichts. Ich muss da jetzt durch, wo ich jetzt stehe. Hier hilft es mir auch nichts rein. Hier muss ich rein. Ich muss jetzt mal raus hier. Der brauche ich. Also gegen die ist der Juggerlack weg besser. Versteckte Falle wurde entdeckt. Ich habe eine Waffe gefunden. Was habe ich diesmal gefunden? Ausrüstung. Prüfe, Waffe. Ein Stücksschild. Oh, Rüstungsklasse 30. Das ist natürlich nicht schlecht. Angriffsklasse 10. Verteidigungsklasse.
Will ich doch dann sagen, dann nehme ich den doch. Anlegen, Waffe, zweite. Stück Schild. Ja, ich bin mal wieder überlastet. Ist immer noch überlastet. Die Engelsrobe. Maurin. Natürlich, die wich ja auch was nix. Teufelshandschuhe, Dorothy. Übergeben, Handschuhe, Dorothy. Teufelshandschuhe. Also ich ziehe das jetzt neu hier und dann schmeiß ich mal alles, was ich nicht gebrauchen kann. Schmeiß ich dann mal weg. Jetzt ist die andere wieder. Ich müsste es nochmal auf die Reihe kriegen. Dann muss ich alles vergleichen. So, wo bin ich jetzt eigentlich nochmal? Ich war hier, ne? Und jetzt haben wir hier gerade den Stückschild geholt. Wunderbar. Gott. Dann gehen wir wieder zurück. Und raus. Aus dieser Tür. So, und dann haben wir ja eigentlich nur noch in der mittleren Tür. Hier was. Hau drauf. Winwood hat schon wieder einen Helm gefunden. Ja, das klären wir dann. Jetzt erstmal raus, bevor meine Serie wieder abfällt. So einfach die Grafik eigentlich ist, ne? Das ist doch sehr spannend. Und dann muss ich in den Süden die mittlere Tür nehmen. Das dürfte die sein. Und ich dachte jetzt irgendwie mit dem Juggernaut habe ich bis zum Ende alle Tage ausgedient. Warte. Aber dem ist halt doch nicht so. Diese Drucks sind echt mies. Ne. Die ist noch da, das ist gut. Dann hau ich euch erstmal drauf. Und ihr kriegt dann den Wahnsinn. Alle im Wahnsinn. Dann kriegt ihr hier nochmal eine Feuerwand. Das bringt gar nicht viel. Da muss ich mal zusehen, dass jeder so eine Rundumschlagwaffe hat.
Diesen Kampf auch gewonnen. Wo war ich jetzt eigentlich vor lauter Kämpfen? Ach ja, ich musste ganz nach Süden und dann ganz nach Osten. So, jetzt bin ich erstmal wieder sicher. Ich bin jetzt hier im zweiten, genau. Eins, zwei. Da gehe ich als nächstes rein. Jetzt muss ich aber hier erstmal aufräumen. Sonst wird das hier nichts. Ich will versuchen, dass jeder eine Rundumschlagwaffe 1 zumindest hat. Also. Ausrüstung, prüfe, Waffe. Ja, habe ich. Er hat nur den Krimmstab. Das ist keine. Den kann er zwar werfen. So, haben wir irgendwas für Toruna, was er. Das ist keine Rundumschlagwaffe. Nein. Das ist keine Mistbogen. Eisschwert wäre eine. Aber das geht halt nur für Windward und Magellan. Silberlanze. Gortsaxt. Die Gortsaxt. Ach, die hat er ja selber. Naja, aber die wäre auch für ein Toruna. Ne? Da muss er halt was anders nehmen. Also die Gortsaxt wäre für ein Toruna. Und die Zauberaxt auch. Alles keine Rundumschlagwaffe. Dorothy hat die Krimpeitsche. Das passt. Naja, dann gib halt hier. Doomschwert könntest du auch noch benutzen. Das Eisschwert zur Rundumschlagwaffe. Dann gib doch bitte die Gortsaxt erstmal ablegen, anlegen. Waffe. Erste, nimm mal das Eisschwert. Und übergebe die Waffe an Toruna. Die Gortsaxt. Toruna. Anlegen. Waffe. Gortsaxt. Und als zweites kannst du ja dann prüfen. Waffe. Das Zauberschild. Oder den Krimmstab. Dann hast du noch den Krimmstab zum Werfen, ne? Würde ich mal sagen. Der hat eine gute Angriffsklasse zudem und eine Waffenklasse. Dann würde ich sagen, als zweites anlegen, Waffe, zweite, den Krimmstab. Den kann er dann auch noch werfen. Gut. Prüfe, Waffe. Okay, der hat hier das Stückschild. Der braucht keine Werfwaffe, weil der hat ja den, sag schon, den Juggalak. Der Toruna kann das Zauberschild dann übergeben, zum Beispiel an die Lyphia. Mal gucken, was die damit macht. Übergeben. Rüstung. Lyphia. Das war nicht. Ausrüstung übergeben. Waffe. Das Schild ist eine Waffe, keine Rüstung. Das soll auch man verstehen. So. Prüfen. Weiterprüfen. Waffe. Die hat den Medusa-Stab, der ist sehr gut. Den könnten auch mehrere benutzen. Muss ich vielleicht mit dem Toronar dann austauschen. Und die hat einen Bogen. Finde ich jetzt irgendwie nicht so doll. Mir wäre es irgendwie lieber, sie.
Der Bogen. Sie hätte irgendwas zum Werfen. Steindolch. Du kannst auch einen Steindolch nehmen, den kannst du werfen, aber der macht nicht viel Schaden. Engelsstab? Ist kein. Aber für die Aurin irgendwie noch eine Rundumschlagwaffe. Das wird schwer. Die Aurin, für die Aurin. Ein Engelstab hat sie schon. Die Aurin ist echt so ein Sorgenkind. Die muss nun halt irgendwie mit dem Engelstab. Ich könnte ihr ja noch einen Gegenstand in die Hand drücken. Was hatten die für eine Intelligenz? Die Liv hier ist halt viel schneller dran, ne? Mit dem Jagalak. Ist natürlich auch so eine Sache. Und der Toruna ist schon wieder überlastet. Es ist echt nicht einfach. Prüfe Waffe. Grimmpeitsche ist auch eine Rundumschlagwaffe, das ist gut. Und du hast den Golddolch. Habe ich irgendeine Rundumschlagwaffe, die. Die kann man ja hier als werfen. Die sind echt nicht so toll hier. Weiß doch nicht. Die Silberklinge kann ich wenigstens noch werfen. Ist eh nur für'n Windwood. Und der Windwood? Ich glaube, kann ich wegschmeißen. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen. Ich hätte gern für die Ehelt eine Rundumschlagwaffe. Nein. Nein. Gibt's halt nicht. Der Zauberbogen ist gegen den Kristallbogen Kacktrick. Also wenn ich hier gucke, es gibt die Armbrust, die hatte Schusskraft 11. Und die Silberklinge, die ist auch werfbar bis 16 Meter. Da schmeiße ich doch die Armbrust weg, oder? Und leg die Silberklinge an. Obwohl, die Silberklinge ist wieder nur für den Windwood. So war das ja. Ich sehe hier auch schon wieder, einer ist überlastet. Das ist so schrecklich. Was habe ich hier? Ich habe doch hier irgendwie noch was gefunden. Ein Helm, ein Engelstuch, Aurin. Übergeben. Rüstung. Ach nee, das war ein Helm. Engelstuch. Anlegen, Helm, Engelstuch.
Zumindest ist er jetzt mal nicht überlastet. Damit ist er. Haut er gut drauf? Ach nee, warte mal, hier. Haut er gut drauf? Und zwar auf alle? Und ist gut geschützt. Das passt auch. Handschuhe, Mondhandschuhe, Schuhe, Flammenschuhe, Gegenstände. Hat er reichlich zu schleppen? Gut. Der Toruna. Krimstab. Die Gortsaxt ist ein Rundumschlag. Und mit dem Krimstab kann er sogar werfen. Gut. Die Rüstung. Das ist die Heiligrüstung. Kann hier keiner benutzen. Gib das mal dem Magellan. Pass auf, der kann das nicht, der kann das nicht tragen. Übergeben. Rüstung. Ja, dann nehme ich erstmal die Ehren als Platzhalterin. So, Helm. Ausrüstung, prüfe. Helm. Lizardmütze. Nicht toll, aber haben wir hier noch was? Was besser als 6858 ist? Das ist doch, der Watzhelm ist doch besser. Und der Sonnenhelm ist auch besser. Was hat er? Den Kristall. Oh, der Kristallhelm ist richtig gut. Dann der Sonnenhelm. Den gibt doch den Toruna den Sonnenhelm. Das ist der nächstbessere, ne? Nee, der Sturmhelm. Okay, den kann er nicht tragen. Aber er kann den Watz und den Sonnenhelm. Der Wesshelm ist dann besser. Der Wesshelm. Der Kristallhelm hat er selber an. Gib mal den Wesshelm. Übergebe Helm. Toruna den Wesshelm. Anlegen. Helm. Wesshelm. Und die Lizardmütze. Warte mal. Ach so. Ich gucke immer auf das Falsche. Prüfe, Helm, Lizardmütze, nicht so toll. Wesshelm, besser. Anlegen, Helm, Wesshelm. Wegschmeißen. Dieses Doppelklicken geht mir echt auf den Keks. Ausrüstung, wegwerfen, Helm, den brauchen wir nicht mehr. So, prüfe, Handschuhe, Silberhandschuhe. Acht, acht, drei, eins, eins. Nix für ihn. Zauberhandschuhe, magische Kraft immerhin 15. Heiligen Schuh. Zaubernschuhe 15. 3, 6, 1, 1, 15. Nur ein bisschen mehr magische Kraft. Und Silber hat eine bessere Rüstungsklasse. Ich würde dabei Silber bleiben. Was hat die eigentlich für welche Arch? Und
Murphy. Geld. Teufelshandschuhe. Wie sind die? Zum Vergleich in Zauberhandschuhe. Bisschen besser. Ja, dann gib die Zauberhandschuhe wieder ab. Magierschuhe. Wunderbar. Jetzt wiegt er allerdings noch zu viel. Schrecklich ist das. Ich glaube, der braucht 27,5 Kilo. Also muss noch 2,5 Kilo loswerden. Ausrüstung prüfe. Immer noch belastet. Ich hätte nur noch eine. Das ist ja eh schon gar nichts mehr. Das ist echt zum Mäusern. Also. Aber ich glaube nicht, dass die was wiegen, oder? Ausprobieren. Ausrüstung übergeben. Pfeile hat er ja nicht. Piasta wiegt nix. Tränke. Immer noch. Ich werde nicht mehr. Also muss ich irgendwo sparen. Prüfe. Waffe. Die Gortz-Axt ist wahrscheinlich zu schwer, ne? Aber so eine roten Umschlagwaffe haben. Der Krimstab ist nicht so schwer. Die Rüstung. Die Gortz-Rüstung ist wahrscheinlich zu schwer. Siebenunddreißig Zauberrüstung ist leichter, aber nur für den Windwood. Drum hat er die ja auch. Ich glaube, da ist der Windwood dann überlastet. Wie viel hat der denn noch Platz? Der hat ja keine 15 Kilo mehr, glaube ich nicht. Der hat genau seine Hälfte, seine 32 Kilo. Der ist genau austariert. Die Gurtsrüstung geht nur für die beiden. Wäre schade. Ne? Die Zaubertoga wiegt nix. Der Helm. Der Westhelm wiegt auch nix. Die Handschuhe. Wiegen eigentlich auch nichts. Die Schuhe wiegen auch nichts.
Da muss ich bei der Axt. Ich muss bei der Axt sparen. Dann kriegt die Gordsaxt halt doch der Magellan. Übergeben, Waffe. Ah, Dreck. Anlegen, Waffe. Erste, gar nichts. Übergeben, Waffe. Gordsaxt. Dann soll er sie auch behalten. Weil die ist nämlich richtig gut. So, und dann prüfen wir, was haben wir noch für den Toruna. Am liebsten als Rundschlagwaffe. Die Zauberaxt. Das ist aber keine Rundschlagwaffe. Das Eischwert kann er nicht benutzen. Hatten wir schon. Das ist echt zum verrückt werden. Echt zum verrückt werden. Dann nimmt der Toruna als erstes halt doch seinen Krimstab. Und dann gebe ich ihm irgendwie noch was zu verteidigen. Das Kristallschild kann er nicht benutzen. Hier noch was? Die Krimpeitsche? Wäre auch für den Toruna. Rundumstochwaffe. Komm, gehen wir das mal. Obwohl, es ist ja noch schwieriger, was für die Dorothy zu finden. Oder habe ich für die noch was? Ich sag jetzt, es ist schwieriger für die was zu finden. Kriegt er erst nur seinen Krimstab. Hat er erstmal nicht mehr. Ich finde ich für den nochmal was. Das lassen wir erstmal offen. Was hat sie denn da? Das wird ewig dauern, bis ich das mal durch habe. Ein Steindolch kann sie werfen. Was soll ich mit dem Kristallbogen? Ist doch doof. Bogen ist doof. Zauberbogen. Medusa-Stab, super. Zauberschild. Gute Rüstungsklasse. Steindolch könnte ich werfen. Die hat auch den Dings. Mach mal das Zauberschild als zweites. Dann schmeiß mal weg hier. Der Kristallbogen ist zu schön zum Wegschmeißen, aber den Zauberbogen kannst du wegschmeißen. Was ist mit dem Steindolch? Prüfe. Waffe. Steindolch. Es ist nichts Tolles. Vielleicht versteinert er ja. Der ist werfbar. Wiegt nur 800 Gramm. Das gebe ich mal dem Toruna. Übergeben. Waffe. Steindolch. Anlegen. Waffe. Zweite. Steindolch. Das wird hier wohl nicht zu schwer sein, oder? Nee. So, dann hat's noch den Kristallbogen. Prüfe.
Waffe. Kristallbogen. Schusskraft 11. Nur für Windward und Livia. Da sie nicht überlastet ist, darfst du den jetzt mal schleppen. Den Helm hat sie, den Mondhelm. Handschuhe hat sie schon. Schuhe hat sie. Was sind das hier? Holzschuhe. Was soll denn der Scheiß? Wegwerfen, Schuhe, Holzschuhe, tschüss. So ein Blödsinn. Prüfe, Gegenstand, den Juggerlack und den Sternstab. Und ist nicht überlastet. Endlich mal. Sie hat den Engelstab. Ja, sie hat halt irgendwie... Ich bin froh, dass die so gut aufgestellt ist. Das Amnerstellen, die Engelsrobe und die Seidenrobe. Die Seidenrobe ganz wegschmeißen. Die Engelsrobe ist gut. Das Full Cape ist ja fantastisch. Die Engelsrobe ist eh nur für die Aurin. Die wiegt aber nichts, kann sie mitnehmen. Und die Seidenrobe wiegt auch nichts, kann sie auch behalten. Helm, Seiden, Helm, Seidentuch, Engelstuch, wiegt auch nichts. Handschuhe, Seidenhandschuhe, Schuhe, Turnschuhe, kannst du wegschmeißen. Kannst du auch behalten mit den 100 Gramm. Gegenstand, gut. So, mal speichern. Die kriegen schon alle wieder Durst. Oder Hunger. So, Dorothy. Zaubern. Machen wir ein bisschen Licht. Meine liebe Dorothy, was hast du denn da alles? Ausrüstung. Prüfe Waffe. Armbrust. Ist das scheiße. Die Silberklinge. Stückschild. Halkhammer. Eigentlich wäre das was für ein Windwood. Kann der das noch tragen? Übergeben. Waffe, Windwood, Silberklinge. Wenn überlastet ist, schmeißen wir es weg. Prüfe, Waffe. Die Armbrust ist doch nix. Krimpeitsche, Rundumschlagwaffe, gut. Armbrust. Ich würde mal sagen, gleich wegschmeißen. Und jetzt suchen wir hier mal. Ausrüstung. Waffe. Nicht anlegen. Ausrüstung. Prüfe. Waffe. Was haben wir denn noch, was der Dorothy noch passen würde? Doomschwert. Nix. Rissbogen. Guck mal, die Schusskraft 6. Was soll der Witz? Hilfe. Und die hat ja selbst. Das Eisschwert kann sie leider nicht. Die Zauberaxt kann sie nicht. Schild nicht. Die Silberlanze kann auch nur Windwood. Ist auch nicht so toll. Auch mal wegschmeißen. Was ist das hier? Das Engelstab. Da haben wir ja gar nichts mehr für die Dorothy als zweites. Und für ihr Held, das nehme ich auch eine Banshee. Sieht's auch nicht gut aus. Was muss die eigentlich alles mitschleppen? Die hat jetzt einen Golddolch. Einen Eisdolch. Der kommt zurück. Warum ist denn der Eisdolch nicht angelegt? Der hat doch am meisten Power. Verstehe ich nicht. Und nochmal eine Silberklinge. Ist
doch eh nur für ein Winwood, der hat doch schon eine. Also. Anlegen, Waffe, als erstes Eisdolch. So, und dann den gibt's doch. Schmeißen wir erstmal. Weg. Waffe. Silberklinge brauchen wir nicht zweimal. Okay. Prüfe. Waffe. Ärgerndolch. 4 kommt zurück. 5 kommt zurück. Naja, weil du die schon. Dann gibt doch hier. Was hat sie? Krimpeitsche. Rundum. Dann gib ihr doch hier noch den anderen, den du nicht angelegt hast. Ach so, kannst du ihn überhaupt benutzen? Ausrüstung prüfen. Ja, ja, klar. Sind ja dieselbe Rasse. Muss so sein. Dann, übergebe. Waffe. Was ist die Golddolch? Anlegen, Waffe, zweite Golddolch. Da hast du auch was zu werfen. Was haben wir für Rüstung? Die Mähnenrobe ist, glaube ich, sehr gut. Oh ja. Und der Feenmantel ist auch nicht schlecht. Der Zaubermantel ist nicht so toll. Die Teufelsrobe ist nicht schlecht. Teufelsrobe, Feenmantel, Teufelsrobe, Feenmantel. Feenmantel ist besser. Heilige Rüstung kann gar keiner benutzen. Was hat sie denn eigentlich da an? Die Dämonenrüstung? Eine Zaubertoga. Die Zaubertoga ist nicht so toll. 13003 für die Dämonenrüstung. Was ist nämlich diese super schwer, ne? Ist nicht toll. Tschüss. Mainroman habe ich noch nicht. Teufels. Der Zaubermantel war dann nicht schlecht, oder? Ah, dann gibt's die auch gleich noch. Den Feen, die Teufelsrobe. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Prüfen. Rüstung. Zaubertoga. Zaubermantel. Zaubertoga ist besser. Zaubermantel. Das sind 16 und 9. Das sind 13 und 4. Ist die Teufels-RB gar nicht so gut. Außerdem ist es schwerer. Also, weg. Warp. Und anlegen. Rüstung als zweites dann. Die Zaubertoga. Und sie ist auch schon nicht mehr belastet, aber ich kann ihr vielleicht nochmal das, die heilige Rüstung. Nein, bist du verrückt? Ich wollte Prüfe sagen. Das ist wahrscheinlich für, kann sie ja mal mitnehmen. Irgendwie für, warum ist Winwood denn schon wieder belastet? Wegen der blöden Silberklinge oder was? Oh, übergeben, Waffe, Silberklinge. Prüfe, Helm, Bannhelm, passt, Handschuhe, Teufelshandschuhe, Schuhe, Königsschuhe, Gegenstand. Hat sie nicht. Ich komm, so langsam werde ich fertig hier. So langsam werde ich fertig. Okay.
Dann haben wir jetzt noch hier meinen Packesel, Magellan. Prüfe Waffe. Du hast jetzt die Gordsaxt und das Christschild. Das ist gar nicht so toll. Das Dummschwert. Schwerfbar. Hat er nichts zu werfen, so, ne? Dafür hat ein Schild. So toll ist das Schild aber nicht. Krieg? Kristallrüstung? Oh, die ist ganz gut. Kriegsmantel? Naja. Immer noch die beste Auswahl. Kristallhelm. Der ist gut. Der Sturmhelm ist aber auch nicht schlecht. Geisterhelm. Dorothy und Irrhild. Was haben die denn gerade für einen? Das ist ja hier 20, 29, 31 für einen Helm. 25 kommt auch selber raus. 2 kommt auch selber raus. Aber ich schmeiße mal nicht weg. Und dann Ritterhelm. Benutzbar für Nobody. Und der Captain Nitz. Eigentlich für alle. Naja. Handschuhe, Teufelsstahl, Ritter, Kriegs. Kriegs ist ja nix. Kriegs ist nichts Besonderes. Heilige sind nicht schlecht. Schmeiß mal die Kriegshandschuhe weg. Was haben wir an Schuhen? Lederschuhe können wir wegschmeißen. Panikschuhe. Er hat die Wolkenschuhe an. Blutschuhe. Keine Ahnung für wen. Armeestiefel. Komm, hau weg. Sandalen, hau weg. Xanthaschuhe. Okay. Wolkenschuhe. Wegwerfen. Schuhe, Lederschuhe braucht keiner, Lederschuhe braucht keiner, Armeestiefel und Sandalen und Turnschuhe. Gut. Und ich habe jetzt nicht zu viel weggeworfen. So, jetzt checken wir den nochmal. Daten, Zustand. Na? Der schleppt auch schon ganz gewaltig, der Arme. Der schleppt schon ganz gewaltig. So, jetzt haben wir aufgeräumt. War jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Weiter geht's dann im nächsten Teil. Das mache ich jetzt nicht mehr. Hier mit dem. Warte mal. Der noch da? Das glaube ich nicht. Teleporter nach 27,25. 27,5. Das muss hier irgendwo sein. Nach da geht er. Und da habe ich hier dann noch jede Menge abzuräumen in einem etwas größeren Gebiet. Jo. Aber das machen wir heute nicht mehr. Ich muss dann sowieso wieder die Unverwundbarkeitssphäre, bevor ich da durchschreite, sonst habe ich wieder die ganzen Drax da am Hals, die machen mich dann tot. Das geht ja ratzfatz. Jo, und dann will ich mal gucken, was ich da noch alles finde. Und da bin ich bestimmt den Teil und vielleicht auch noch den nächsten Teil beschäftigt, hier die ganzen Schätze rauszuholen. Naja, das haben wir leer, das haben wir leer, das haben wir leer.
Das ist doch schon mal was. 1, 2, 3, 4, 5. Na, sehen wir dann schon. So, das war's also für den Teil. Mal hier spielen. Nein, einfrieren. So. Und wir sehen uns dann nächsten wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.